Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über Sonnenschutz wieder und ich stelle euch heute wieder ein Produkt vor, was im Standardsortiment von Rossmann ist. Warum ich hauptsächlich Rossmann Produkte vorstelle, hat den Grund, DM kriegt das nicht so gut hin. DM hatte aber jetzt im Sommer einen Tube zu dem Sanozon Produkt in der Tube fürs Gesicht, was ich jetzt immer verwende. Das gab es irgendwie in einer größeren Flasche. Aber es hat für mich keinen Sinn gemacht, weil ich da zu dem Zeitpunkt einfach genug auf hatte. Man sollte ja auch nicht zu viel aufmachen. Ne? Also da achte ich dann auch immer darauf, auch wenn ich Produkte teste, nicht zu viel rumzutesten. Weil du willst ja auch wissen, wie ein Produkt performt. Wir sprechen heute über die Sanozon Med Sundrops 50 Plus. Und wer mein Video kennt, vielleicht verlinke ich es einfach unter dem i. Rossmann hatte schon mal so ein Produkt, das war aber eine Limited Edition, was echt eigentlich unmöglich ist. Und das fand ich richtig gut, ne? Und weil das hat sich super gut auftragen lassen. Ich wusste halt immer, ich habe die jetzt eine Weile lang da gehabt und habe mich nicht getraut, die aufzumachen, besonders im Sommer jetzt, ist ja eher Herbst. Im Sommer habe ich es mir nicht getraut, weil ich halt auch immer so im Gesicht recht stark schwitze und so. Und ich bin oft nicht geschminkt, also möchte ich mir irgendwie auch nicht irgendwas ins Gesicht machen, um zu setten. Und das soll ja relativ schwer sein oder sollte ja relativ schwer sein. Die Formulierung ist ein bisschen schwerer als bei herkömmlichen Produkten, was wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir hier 50 plus haben. Ne, also schon 50er sind in ihrer Art und Weise etwas schmieriger zum Teil. Also Colibri hat es ja irgendwie hinbekommen, da etwas zu formulieren, was nicht so schmierig ist. Man darf das auch nicht mehr generell so sagen, weil es gibt durchweg Produkte, die es eben nicht sind. Das hier ist eher wieder was Schwereres. Und man muss immer davon ausgehen, wenn man sowas kauft, so 50 plus, dass da die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Ein großes Problem bei dem Produkt ist die Pipette. Ich habe das auch schon bei anderen Bewertungen gesehen. Ich habe ja schon erwähnt, Rossmann hat im letzten Jahr so ein LE-Produkt von Sanozon. Das hat mit der Pipette wunderbar funktioniert. Man hat halt eine Pipette voll genommen. Das war aber auch nur ein 30er Sonnenschutz. Ne? Also daran merkt man das auch schon. Hier ist die Konsistenz anders. Und das funktioniert leider nicht so gut. Das wird auch von vielen angemahnt. Ich mache es so, ich habe das halt einmal abgemessen und weiß ungefähr, welche Menge ich da brauche. Ich packe mir in meine Hand so ungefähr eine Teelöffelmenge. Dann hat man ungefähr die Menge, die man braucht. Man kann das mit einer Briefwaage abmessen. Meine hat jetzt auch nicht unwahrscheinlich viel Geld gekostet. Ich verlinke die euch mal unten in der Infobox, da kannst du reingucken, da ist meine Briefwaage her und die hat mir bis jetzt gute Dienste geleistet, gerade bei so Sachen, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wie viel Produkt das dann jetzt ist und so. Bei festeren Produkten kann man ja die Zwei-Finger-Regel auch nehmen, kannst du halt bei sowas nicht machen. Also ich weiß halt, wie gesagt, so meine Handinnenfläche, wenn die so ausgefüllt ist und das sind bei mir dann so zwei, also die füllt sich bei mir nur halb, zwei Pipetten, manchmal sogar auch nur drei, auch noch drei. Weil wie gesagt, mit der Pipette funktioniert das nicht so einwandfrei. Ist vielleicht auch nicht die perfekte Dosierung für das Produkt. Vielleicht wäre hier ein Pumpspender besser gewesen, was natürlich das Produkt teurer gemacht hätte, ganz klar. Aber Pumpspender sind halt in der Hinsicht gnädiger und du kriegst halt auch die richtige Menge raus. Durch das, dass wir hier 30 Milliliter haben, ist es natürlich ein recht teures Produkt. Es kostet unter 5 Euro, man darf sich aber von diesem Marketing nicht blenden lassen. Es macht das Produkt echt teuer, denn 30 Milliliter hast du schnell aufgebraucht, wenn du nach der 1 Gramm Regel gehst. Ne? Und selbst mein Produkt ist, man sieht es nicht, weil ich es jetzt rumgeschüttelt habe, aber auch nur noch halb voll. Von dem her. Ich verwende das jetzt eigentlich ganz gerne. Wie ist der Auftrag? Ich selbst habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Und ich komme damit zurecht. Ich muss aber da wirklich dazu sagen, ich
verwende tagsüber keine Creme. Ne? Also es wäre in meinem Fall einfach zu viel. Und ich finde auch, das schmiegt sich ganz gut an die Haut. Klar, es ist ein bisschen schwerer auf der Haut. Ich finde es aber nicht schmierig. Ne? Also die Konsistenz ist nicht so schlimm wie bei manch einem anderen Produkt, wo du halt echt das Gefühl hast, da bildet sich so ein wässriger Film. Das hat man hier nicht. Das Gute ist auch, ich habe mit Sanozun immer so ein bisschen Probleme, denn da bildet sich immer so eine Schicht, die sich dann ganz gerne über den Tag hinweg so ein bisschen abschuppt, was auch nicht so toll ist. Das habe ich hier auch nicht, ne? Weil das liegt ja einfach daran, dass die ganze Formulierung schon ein bisschen schwerer formuliert wurde. Da passiert das einfach weniger. Und für 5 Euro, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie lange ich da noch dran haben werde. Ich vermute mal, dass ich, wenn ich das jetzt die ganze Zeit verwenden würde, ich habe zwischendrin immer mal ein anderes Produkt auch verwendet, wenn ich das jetzt nonstop verwenden würde, dann hätte ich wahrscheinlich einen Monat und das Produkt ist leer. Aber es ist halt gut zum Auftragen, finde ich. Ne? Besonders, wenn du halt jemand bist, wo andere Produkte halt vom Gesicht rollen, das hat man hier halt gar nicht. Und wir haben auch schon auf dem Discord drüber gesprochen, da harmoniert das Produkt einfach richtig gut, auch wenn es teurer ist. Ne? Man muss es ja schon so ein bisschen hochrechnen, wie viel man mit einem anderen Produkt anstellen kann und wie viel man damit hier anstellen kann. Und das dann halt so ein bisschen verrechnen. Wie bist du damit zurechtgekommen? Wenn du über das Produkt schreibst, schreib einfach auch mal deinen Hauttyp dazu und wie du damit zurechtgekommen bist, auch wenn das komplett eine andere Erfahrung ist, die ich gemacht habe, ist es halt dennoch wichtig, dass du deine Erfahrung meinen Zuschauern mitteilst, damit man halt so ein bisschen abwägen kann und derjenige dann auch sieht, was für einen Hauttyp du hast. Würdest du das nochmal nachkaufen? Ich selber... mein Lieblingsprodukt ist es nicht. Ne? Also ich wollte einfach mal wieder mitreden und gucken, komme ich damit zurecht. Mein Lieblingsprodukt ist es leider wirklich nicht. Aber vielleicht ist es ja dein Lieblingsprodukt. Kannst du uns ja auch unten mal in den Kommentaren mitteilen. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls du Lust hast. Und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.